Liebe Bücherwürmer, ich habe heute Überraschungspost bekommen. Und zwar hat mir der Postbote die Leseflut-Buchbox gebracht. Die Leseflut-Buchbox erscheint jeden Monat. Sie beinhaltet eine aktuelle Neuerscheinung, in der Regel als Hardcover. Darunter sind Bücher aus dem Bereich Fantasy, Jugendbuch und Sci-Fi. In der Box sind immer auch ein Lesezeichen und 3 bis 6 Bookish-Goodies. Während ich meine Box jetzt mal öffne, werde ich euch noch ein bisschen darüber erzählen, wie ihr an ein Abo kommt. Es wird jetzt besonders lustig, das Ganze im Stehen zu öffnen. Und zwar könnt ihr euch für ein Abo auf www.leseflut.de registrieren. Dort könnt ihr dann auch euer persönliches Abo abschließen. Die Box gibt es momentan nur im Abo, aber das ist nicht schlimm, denn wenn ihr mal eine Box nicht haben möchtet, weil euch beispielsweise das Thema nicht zusagt, dann könnt ihr auch einfach eine Runde pausieren. Die Box kostet 29,95 € zuzüglich Versand. Vorerst könnt ihr allerdings nur mit Kreditkarte bezahlen. Die Box wird immer am 20. des Monats versendet und 1 bis 3 Werktage später ist sie dann bei euch zu Hause. So, nur noch hier oben. So, das Motto dieser Box ist schwerelos und ich bin tierisch gespannt, was drinsteckt. Schauen wir mal rein. Ja, Hilfe. Achtung, Spoiler. Okay, wenn da Spoiler drin sind in der Karte, dann werde ich die erst später lesen. Ja, sehr viel Zeug. So, okay, ich wühle mich jetzt mal durch. Ich sehe eine Tasse oder ein Becher. Oh mein Gott, was ist das? Okay, ich muss erstmal mehr von diesem Zeug hier loswerden. Jetzt ist die Box zwar etwas leerer, aber ich sehe besser, was drin ist. Oh mein Gott! Eine Tasse. Ich liebe bookish Tassen. Aber ich habe schon viel zu viele davon. Egal. Oh Gott, ist die süß. Ach, wie niedlich. Oh, nicht spülmaschinenfest. Total süß, aquarellig, pastellig. Passt auf jeden Fall schon mal super zum Thema. Oh mein Gott, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Hier sind so viele schöne Sachen drin. Oh Gott, das kann man aufmachen, oder? Aber es ist so süß verpackt, ich traue mich nicht. Naja, irgendwann muss ich mich ja trauen. Oh Gott, was ist das? Sind das Sticker? Ach, schön. Das sind so niedliche kleine Sticker. Aber das war es natürlich noch nicht. Oh, wie hübsch. Eine Kette. Oder ein Armband. Wir werden es gleich sehen. Gott, wie niedlich. Das ist eine Kette. Gefällt mir total gut, weil sie so schön filigran ist. Ja, das passt halt direkt auch so zum Motto mit dem Schwerelos, mit dem leichten Lila und so ein bisschen Galaxy-mäßig. Da fühlt man sich direkt abgehoben. Es geht weiter hier in meiner Box. Es ist noch mehr drin. Ich glaub's gar nicht. Oh mein Gott. Noch ein kleines Päckchen. Schauen wir mal rein, was da drin ist. Ich glaube, das ist ein Lesezeichen. Ja, oh Gott, oh nein. Sternenstaub. Sternenstaub passt natürlich auch super zum Motto. Einfach total niedlich. Und es ist sogar noch ein Lesezeichen da drin. Ich glaube es kaum. Oh Gott, es ist schön. Ich möchte kein perfektes Leben, sondern ein glückliches mit dir. Och nein, wie niedlich. Aber das war es immer noch nicht. Bin noch ein bisschen geflasht, wie viel hier drin ist. Alles Gute zum Geburtstag. Wünsche dir Leseflut. Oh, wie lieb ist das denn? Habt ihr an meinen Geburtstag gedacht, ihr Süßen? Hier kann man sein Buch einpacken. Ich bin gerade total sprachlos. Es ist so nett und total süß. Tada! Ja, jetzt habt ihr mich. Ich bin tatsächlich ein wenig sprachlos gerade, wie viel in dieser Kiste drin ist und wie toll die ist. Hier ist noch eine Postkarte. Aquarius. Passt natürlich super, weil ich selber Wassermann bin. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem Buch hier drin. Hui! Ich weiß noch nicht, welches es ist, aber es ist total schön eingepackt, oder? Also allein das ist ja schon richtig, richtig cool durchdacht und so liebevoll. So, versuchen wir jetzt erstmal das Ding hier abzukriegen. Oh nein, Knoten. Oh mein Gott! Wir zwei in fremde Galaxien, die Ventura-Saga von Kate Ling. Das Buch ist bei One erschienen. Wir sind eine verlorene Generation. Wir haben die Erde nie gesehen, noch werden wir unsere Heimat je zu Gesicht bekommen. Die Ventura auf ihrer 700-jährigen Reise ist das Einzige, was wir jemals sehen werden. Saren würde gerne wissen, wie sich Sonnenstrahlen auf der Haut anfühlen. Oder wie es ist, wenn der Wind durch die Haare streicht. Aber sie weiß, dass das auf diesem Raumschiff, Jahrzehnte entfernt von der Erde, nicht
möglich ist. Bis sie sich verliebt und zum ersten Mal echte Gefühle erlebt. Doch auch diese Liebe darf nicht sein, denn auf der Ventura gibt es Regeln. Und wer sie bricht, wird bestraft. Das klingt so großartig und genau noch etwas für mich. Ich mag Weltraumabenteuer und ich finde, das klingt so ein bisschen wie The 100. Also zumindest wie der Anfang von The 100. Aber ich meine allein die Aufmachung. Schaut euch das mal an. Das ist so wunderschön und es reflektiert auch noch total. So, schauen wir mal rein. Mir gefällt die Aufmachung innen auch total gut. Irgendwie ist das mal was anderes. Ich habe jetzt direkt Lust, einfach weiterzulesen und mich hinzusetzen. Jetzt muss ich natürlich mal testen. Nee, andersrum. So. Hat geklappt. Und weil ich dermaßen Angst hatte vor Spoilern und mich überraschen lassen wollte, lesen wir jetzt erst die Karte. Ja, und sehr gut, dass ich die Karte nicht vorher gelesen habe, weil hier steht nochmal genau drauf, was denn in der Box ist. Ich bin immer noch total geflasht von dem Inhalt. Das ist ja mal super cool. Vielen, vielen Dank an Sarah und Luise, dem Team vom Leseflut Buchbox, dass ihr mir diese tolle Box geschickt habt. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf die nächste Leseflut Buchbox, dann könnt ihr euch jetzt schon auf www.leseflut.de für ein Abo anmelden. Das Motto der nächsten Box ist übrigens verflucht. Ich bin jetzt schon tierisch gespannt, was da drin ist. Das war's von mir mit meinem Unboxing. Ich gehe mir jetzt einen Tee aus der neuen Tasse machen, meine Lesezeichen einweihen und im Buch ein bisschen stöbern. Ich bin Lea von Liberiarium und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Kannst du mir noch nicht fassen, wie viele tolle Sachen da drin sind. Seht, wie ich versage. Heute speziell ein bisschen Dinge umwerfen. Und so niedliche kleine. Oh, jetzt ist schon einer runtergefallen. Oh, jetzt ist noch einer runtergefallen. Und noch einer. I'm so good at this. Oh, ich bin so aufgeregt. Ah, ich will sie nicht kaputt machen.